Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen kleinen weiteren Minecraft Let's Play von mir. Ja, ich habe es ja schon mal angesprochen auf meinem YouTube-Kanal. Ich wollte eigentlich mit Twitch anfangen, weil Twitch für mich besser wäre. Aber dadurch, dass YouTube genauso wichtig ist und ich da auch eine Community habe, möchte ich der Community auf YouTube damit hier quasi immer was bieten. Ich werde jetzt erstmal ein paar Minecraft-Let's Plays machen. Vielleicht werden auch nochmal Fortnite kommen. Oder The Forest-Let's Plays. Aber wenn ihr Streams sehen wollt, müsst ihr auf Twitch. Ich werde den Twitch-Kanal in der Videobeschreibung verlinken, Leute. Damit ihr Bescheid wisst. Dann, upsala. Könnt ihr gerne mit dabei sein. Ich gehe mal wieder zurück in den 5-Modus. So, könnt ihr gerne dabei sein, wenn ich streame. So, damit ihr wisst, das ist die ganz neue Snapshot-Update quasi 1.13.2. Soweit ich weiß, müsste es sogar alle Items geben. Ich kann mal nachgucken. Warte, ich habe mir hier OP gegeben. Game Mode 1. Ach ja, war ja jetzt hier genau, Creative. Game Mode Creative. Ach ja, ich kann das ja mit der Maus auswählen. Creative. So. Jetzt können wir mal gucken. Bau. Gerüst. Gibt es das Baugerüst noch nicht? Warte mal. Baugerüst. Das müsste es doch schon geben, Leute. Also hier haben wir die ganzen Items hier. Meeresgurke gibt es. Oder spiele ich gerade noch nicht mit dem Snapshot? Ich glaube, ich spiele noch nicht mit dem Snapshot. Kann das sein? Ein Baugerüst müsste auch hier irgendwo sein. Oder gibt es das noch echt nicht? Wartet mal kurz, Leute. Ich mische euch mal ganz kurz nach. Keine Sorge, ich cheate nicht. Ne? Ich habe mir nur deswegen Rechte gegeben. Weil es ja mal sein kann, dass ich vielleicht mal mit jemandem zusammenspielen werde. Und da die Rechte gut gebraucht werden. Damit ich zum Beispiel andere Idioten klatschen kann. Mit ihr Bescheid wisst, Leute, ich werde bald mir einen Server kaufen, einen Minecraft-Server, den, was heißt kaufen, mieten, den werde ich dann auch aufbauen mit Lobby, Pipapo und alles drum und dran, wie ein richtiger Minecraft-Server halt, mit, es wird einmal einen PvP-Modus geben und einmal, warte mal, Survival-Modus, ne, nicht ab. Abenteuer, Creative, Spectre, Survival. Oder war das hier? Warte, ich muss mal. Ist doch auf Deutsch eingestellt. Game Mod 0. Kann ich das nicht mehr? Kann ich nicht mehr mit Game Mod 0 agieren? Hier, zack. Aber es müsste. Müsste ich ja jetzt sehen, wenn das. Ja, Abenteuermodus war es nicht, okay. Abenteuermodus war es nicht. Survival war es aber dafür. Zack. Jetzt kann ich wieder abbauen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Headset und Soundanstellung findet. Ich werde mir das natürlich nachher noch im Dings im Nachhinein nochmal angucken. Boah, ich muss mich jetzt erstmal wieder reinspielen, weil ich jetzt schon so lange nicht mehr mit PC Minecraft gespielt. Generell in Minecraft, da warte ich mal kurz. Options, Steuerung, automatisch springen aus. So. Keinen Bock hier mehr gegen das zu springen oder so. Wir machen uns jetzt hier erstmal zwei Bäume ab. Wir werden das Video heute ein bisschen länger machen. Ich werde das für 25 Minuten bis 30 Minuten machen. Ich muss nur auf die Zeit achten, 4 Minuten. Weil noch schneide ich nicht. Dauert noch ein bisschen, bis ich was schneiden kann. Ey, warte mal, hier warte ich. Ich hab keinen Bock mit dem Crafting und Tatsachen. Zack. Zack. Machen wir das direkt mal so. Geben wir uns auch mal direkt ein paar Sticks. Und dann arbeiten wir quasi erstmal mit einer Spitzhacke. Hier, zack. Machen wir direkt. So geht's am schnellsten. Dann sagen wir uns mal kurz. Obwohl, warte mal. Hier müssen wir uns ja gar nicht runterkommen. Es gibt doch hier einen Berg. Warum müssen wir uns da runterkommen? Wir müssen uns jetzt auch kurz um Essen kümmern. Hier sind direkt Kühe, höre ich schon.
Ich hatte gerade eben Schwierigkeiten, den Sound zu übertragen, also den Desktop-Sound, Mikrofon-Sound, oh, wie ist das? Mikrofon-Sound vom Headset war super, das wurde übertragen, aber mein Spielsound nicht. Und falls ihr diese Probleme, ich habe ja OBS-Studio, benutze ich ja zum Aufnehmen, auf dem PC. Wenn ihr diese Probleme auch mal haben solltet, einfach mal das Spiel neu starten, also Minecraft, und wenn es dann immer noch nicht geht, dann halt nochmal beides neu starten, einmal Minecraft und OBS, dann klappt es auf jeden Fall. Die Leute, die sich nicht mit OBS auskennen, ist gut auskennen, es gibt genug Videos auf YouTube, wo man sich ein bisschen reinfuchsen kann. Ja. So viel dazu. Jetzt machen wir uns schon Steinecke. So, Steinecke. Dann werden wir das Eisen direkt mitnehmen. Ich würde dann auch sagen, kümmern wir uns mal um Essen. So. Warte kurz, Leute, ich rutsch mal an meinen PC ran. Aufpassen, dass ich mein Mikrofonkabel nicht kaputt mache, weil ich habe ein Gaming-Headset gerade. Also ein Gaming-Headset ist doch schon. Also ein Sound. Ja, wie ihr auch hier seht, ich habe hier. Kann ich ja nicht. Ich glaube, gerade wegen Doppel-W. Aber was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist. Diesen komischen Stein. Den man. Schon mal hoch. Den man quasi in so Buchten findet, wo man mit Aufzüge bauen kann. Den suche ich jetzt durch. Den ist meistens halt hier in so schon abteilen, aber jetzt gerade nicht. Oh, warte mal. Ne, ich muss einmal kurz nach oben. Es gibt doch hier Schiffe. Soll ich nach Schiffen suchen? Oder erstmal. Die Schiffe sind ja auf dem Grund, das ist ein Problem. Aber an Schiffen gibt es Schatzkarten, da können wir Dias finden, da müssen wir nämlich jetzt nach Graben gehen. Gerade macht das eh keinen Sinn, weil der Achterbahn ist da. Eine Unterwasserzange? Was glaubt der? Es gibt Unterwasserzange, oder? Wir brauchen uns eigentlich gar nicht essen zu können, weil hier sind wir direkt die Fische, die hier jetzt rumstehen. Da haben wir direkt Fisch. Zack, ich weiß, Fisch ist nicht schön. Und was. Aber Fische sind auch nahrhafte Dinger. Oh, 10 Fische noch. Oder warte, wir sind jetzt 2. Ja, die sind ja auch bestimmt die. Das sind nicht da, wenn wir nicht mehr ankommen. So, jetzt haben wir einen Nachruf. Ich gehe dann wieder mal nach da hinten. Ich habe jetzt nur hier ein bisschen rumgeguckt. Ich kann auch einfach hier die Eisen mitnehmen. Sicher. Ja, das war. Ah, nee, das war dieses. Ich bin mir eigentlich immer noch auf die Nerven, obwohl ich schon das Spiel angestellt habe. Also alter Mann, ich bin Vater, mein Bescheid ist. So, da vorne war unsere Werkbank. Oh, guck mal, hier ist ein Apfel. So, warte mal, ich habe da eben hier Kühe gehört. Sind immer noch Kühe hier? Ach ja, zu meinem Server, den ich gerade eben angesprochen habe. Es wird auf jeden Fall PvP-Modus da geben, zum Beispiel wie Bad Wars, Sky Wars, Sky Blocks und sowas. Gibt es alles da? Dann wird es einmal Factions geben. Hat halt alles vorgehabt.
wird halt auch, wenn erst nach und nach eingepatcht, alles auf einmal, wäre wahrscheinlich extreme Serverbelastung und so, da müssen wir jetzt nicht drauf mehr eingehen. Ah, schade, egal, das ist ja nicht so weit weg von uns gewesen. Hier vorne. Zack, 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 zack. Hier vorne war das so, oder? Bin ich jetzt gerade blöd? Ja, doch, das war doch hier, bin ich jetzt blöd? Oh, du weißt, dass ich schon im Let's Playen bin. Hör doch mal auf. Genau. Hier war das irgendwo. War doch gerade hier, oder? Ich bin doch gerade hier hochgekommen. Vorne ist auch unsere Werkbank. Wo sind jetzt meine Items? Die müssten ja wenn dann hier vorne liegen, ne? Items, hallo. Hä, wo sind meine Items denn, Leute? Hier ist der Flü Ach, hier. Wunder, Alter. Pass mal auf, wenn du das nicht geschaffen hast, dreht man den Berg runter. Und jetzt halt die Fresse da unten. Der will noch mehr Stress. Der will noch mehr Stress. Zack, da ist er tot. Das kommt davon, wenn du mit den falschen Leuten Stress hast, du. Punkt, Punkt, Punktchen. Ich brauch mal hier ein bisschen Rind. Obwohl, wisst ihr was? Wir können die Rinds mal nicht. Mal machen und die Rinds mal. Mal die Rinds. Die kommen. Wartet mal kurz, Leute. 2 Sekunden Spielstopp, ja? Da bin ich wieder. Wie viele Minuten? 12 Minuten. So, jetzt sind wir gerade gar nicht produktiv. Jetzt lass mich mal hier ein bisschen nachdenken. Wir gehen jetzt mal hier unten hin zu unserer Werkbank wieder. Die ist ja hier vorne. Quasi. Schreibt mir auch noch jemand auf WhatsApp. So, daraus machen wir uns jetzt. Warte mal, wir können ja hier einmal den Ofen craften. Zack. Dann können wir dann einmal hier hinstellen, einmal Holzkohle durchverfahren. Und zwar einmal hiermit. Einmal hiermit, hiermit, hiermit. Das müsste reichen. Wenn das durchgebrannt ist, wäre eigentlich dumm, das zu machen. Ah, cool zu wissen, dass man so jetzt auch die Rezepte so sehen kann. Machen wir uns erstmal eine Truhe noch dazu. Reicher, das muss reichen. Schmeißen wir das Eisen hinterher. Faust verprügelt, so einfach war das. So, da gehört ein bisschen Eisen durchgepfeffert worden. Pfeffern wir nochmal 2, 3 Eis und durch. So, ich brauche Fell und ja, Essen. Ganz eindeutig Essen. Ich fress mal kurz hier Rotten Fleisch.
Ja, war klar. Erstmal zu lange, bis unsere Heilung erstmal regeneriert. Was mache ich jetzt kurz? Hier einfach das Eisen rausholen. Fischstäbchen. Zack, tun wir nochmal ein Dings rein. Tun wir uns nochmal eine Stein. Hoe craften, eine Hoe. So, eine Hoe. Wie. Ihr wisst Bescheid. Nein, Spaß. Alles gut, Leute, wir sind hier nicht so sexistisch. Man muss ja mittlerweile im Internet aufpassen, was man sagt. Nachher verklagen die uns noch. Eine Hoe machen wir uns. So, jetzt haben wir diesen Hungereffekt gleich nicht mehr. Das heißt, wir fressen jetzt noch einmal. Denn jetzt die Effekte am Stellen. Hallo? Okay, jetzt haben wir den Fisch durchgebraten, jetzt haben wir das Eisen. Jetzt würde ich mal so schwer behaupten, nehmen wir den hier Scheiß hier mal wieder mit. Tun wir hier das Ding oder das hier mit. Obwohl, ne, warte mal. Hier. Steinaxt. Die machen da bestimmt jetzt auch mehr Schaden, ne? Oder haben die. Wo sind denn Steinaxt? Hallo? So zu blöd, eine Steinaxt. Ach, zweite Seite. Hier. Steinaxt. Crafte ich mal kurz, baue da mal kurz die Bäume ab, weil ich brauche bestimmt mehr Holz. Das heißt, wir sammeln mal so ein gutes Stack Holz, würde ich sagen. So, so. Wir sind jetzt gerade bei 17 Minuten. Ich wollte jetzt 30 Minuten machen, wegen Ablenkung kommen wir 30 Minuten an. Ich werde mit dem, aber ich muss kochen, mein Vater hat Hunger. Das ist aber nicht so schlimm. Der kann warten, der ist dick genug, der Junge. So, hier. Müsste direkt mal. Machen wir einfach so lange, entweder ein Stack oder bis Spitzhacke kaputt ist. Mir egal. Wisst ihr was? Wir stellen den Ofen da jetzt auf, bauen uns mal erstmal kurz runter. Ich wollte nämlich jetzt erstmal eine Höhle suchen, aber das ist jetzt Quatsch. Für die Familie noch zu laufen, dann lapp ich mich lieber runter und selbst wenn ich einen Stein fahren würde. Ich höre hier aber Lava und runter. Hier oder so runter. Ah, mein Hütte ist leider. So, fahren wir hier das Eisen ab. Eisen ist immer wichtig. Hier ist auch noch Kohle, gehen wir auch noch mit. Kohle ist auch gut. Dann haben wir jetzt schon ein bisschen was gesammelt für uns. Ich produziere jetzt sogar zwei erstmal vor. Ich produziere mal zwei vor mit, wie man was zum Gucken habt. Und ich das auch schön nicht vergesse hier.
weil ich bin manchmal ein echt vergesslicher Typ, deswegen vergesse ich auch mal Livestreams zu machen und so. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ein bisschen aktiver auf YouTube zu werden wieder. Ich habe jetzt auch wieder ein Headset aufzunehmen. Daran wird es dann auf jeden Fall nicht mehr liegen. So, gehen wir mal wieder zurück. Wir haben jetzt quasi genug Holz. Haben auch jetzt ein bisschen Kohle. Gehen hier noch ein bisschen einmal drüber. Die ganzen Äpfel auch mit einsammeln. Die ganzen neuen Saplings und so. Saplings sind immer gut. Mit Saplings muss ich irgendwann später eine richtig fette automatische Baumform bauen. Ich werde auch hier in dem Let's Play erstmal gucken, dass ich ein riesen Haus baue. Und ich hatte überlegt, halt einmal wirklich hier im Creative Mode mal rumzufliegen. Und zu gucken, also nur rumfliegen, um zu gucken, wo eine übelst geile geeignete Stelle wäre zum Bauen. Aber ich glaube, ich habe sie sogar schon gefunden, wenn ich ehrlich bin, oder? Gibt es hier noch geile. Hier sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus, oder? Ich regeneriere einfach mal ein paar Chunks. Warte kurz, Leute. Dann sind wir auch. Guck mal, so ein paar Schweinchen und Schafe. Oh, gut zu wissen. Ich weiß, das ist ein übelst geiler. Boah, was ist das? Da muss ich runter. Okay, das müssen wir uns merken. Das ist ein geiler Höhleneingang, Alter. Also wirklich. Das nenne ich mal fett. Da rein zu bauen oder so? Nee, das war aber zu einfach. Hier sieht's gut aus. Oder? Hier sieht's gut aus. Ja. Hier sieht's mega aus. Hier, guck mal hier. Können wir so eine richtig schön fette Base reinbauen. Hier läuft Lava rund. Obwohl, hier ist es auch nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Hier müssten wir dann sogar nicht mehr viel abtragen. Ja, viel abtragen ist immer blöd. Oder unsere Pferde. Hier ist ein Sumpfbiom. Hier ist ein normales Biom. Hier ist ein Bergbiom. Ja, egal, komm, wir fliegen wieder zurück. Fliegen einfach wieder zurück, scheiß drauf. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt ein bisschen was aufgedatet. Wir können jetzt hier, würde ich wahrscheinlich schon bauen, mit an den Berg hier ran quasi. Das quasi hier dann, können wir ja mal ein Screenshot von den Quaddies machen. So, haben wir mal ein Screenshot von den Koordinaten. Wir sind jetzt bei 22 Minuten, fliegen einmal kurz zurück. Chance laden bitte einmal, danke. Hier sieht es auch lustig aus. Jetzt gucken wir mal, wo das dicke Loch war, weil daran orientiere ich mich jetzt. An dem dicken Loch, das war hier vorne irgendwo, ne? Hier vorne war das. Dann war das dicke Loch hier irgendwo. Hier, warte mal kurz. Die Chance landen lassen. Hier unten sind wir am Bauen. So, gehen wir einmal wieder aus dem Creative Mode raus. Einmal wieder den Ofen hier hin platzieren, dann würde ich mal sagen, tun wir noch mal hier Holzkohle und so rein, tun hier mal den gebratenen Kaviar. Wird auch gut essen. Kaviar gleich, ne, würde ich mal so sagen. Dann würde ich sagen, bauen wir uns einmal hier kurz nach unten. Hier schmeiße ich mal das Eisen rein, damit die Kohle nicht verbraucht wird. Wo ist das Eisen jetzt hier oben? So ein bisschen Essen haben wir jetzt für den Anfang. Wir werden uns dann. Ne, wisst ihr was? Wir werden hier bauen. Hier sieht es ja auch schön aus. Und so, wo es. Ich wollte mehr unterirdisch hochbauen. Ich wollte so ein richtig schönes Haus bauen quasi. So auf moderne Art und so. Mit Quarz, Holz und so. Ein bisschen Sand. Vielleicht mal gucken. Wirklich auf moderne Art und Weise hier ein schönes Haus zusammensetzen. Ich werde mir dafür ein paar Bauchpläne aus dem Internet raussuchen, weil ich bin noch nicht so gut im Bauen. So Redstone und so habe ich gar kein Problem mehr mit. Ich bin oft genug gemacht, Redstone-Schaltung. Aber so
Häuser bauen und so war niemals. Ich hatte zwar immer Vorstellungen, aber die sahen danach aus wie was weiß ich was. Oder wisst ihr was? Wir bauen einfach mal wirklich frei drauf los. Was haltet ihr davon? Frei drauf los bauen ist auch mal gut. So, jetzt müssen wir einmal hier quasi kurz mit Cobblestone die Stufen ersetzen. So. Dann haben wir jetzt hier die Stufen ersetzt und dann graben wir uns hier weiter runter. So. Dann haben wir uns hier. Ich muss jetzt hier ausgerichtet werden. Mal gucken, mal, ob Gamma-Wert hochstellen kann. Hell ist es schon. Auf der Aufnahme sieht es gut aus. Also, da sieht es noch normal aus auf der Aufnahme. Aber hier bei mir sieht es schlimm aus. Ah, es wird jetzt auch immer dunkler. Wartet mal, wir gehen mal hier ein paar Fackeln holen. Und das restliche Eisenerz mal reinschmeißen. Zack, tun wir hier einmal ein paar Fackeln bitte. So. Das müsste jetzt auch an sich erstmal reichen. So, jetzt habt ihr auch wieder schön hell. Bei wie vielen Minuten sind wir jetzt? 26 oder 36? Ah, 26, okay. Ja gut. Habe ich noch ein bisschen Zeit. So, jetzt. Provoziert mich nicht, ja? Ja, danke schön. So, es wird auch gerade wieder Nacht draußen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich noch kurz eine Unterbrechung quasi. Weil ich will quasi. Gronkh hat das ja mal so gemacht, er hat ja vorproduziert, aber an Stückweise quasi, er hat das alles aufgenommen und hat dann immer nur das quasi zurechtgeschnitten, so dass das immer perfekt ist. Der hat dann nicht diese Begrüßung und so dabei gehabt. Das hat auch gut geklappt, nur ich habe noch keinen vernünftigen Schnitt gemacht. Wie gesagt, empfehlt mir mal welche, am besten kostenlos, aber ich habe keinen Bock für so ein scheiß Geld noch auszugeben. Ja, ganz ehrlich, solche Programme, ich weiß, die Entwickler haben da viel Arbeit reingesteckt, klar, ne. Aber es gibt auch viele kostenlose Programme, wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr kostenlose kennt, würde ich die gerne annehmen. So, mal gucken, auf welche Höhe ich bin. Auf Höhe 40, ja, können wir noch was runter. Wir wollen ja Diamanten graben. Ausgraben, meine ich, nicht graben. Das heißt, wir müssen noch was runter. Wir bauen jetzt hier auch noch mal eine Fackel, damit das Licht schön hoch geht. So, haben wir jetzt auch gleich keine Spitzhacke mehr. Das heißt, wir gehen nach oben, bauen uns mal eine Spitzhacke. Würde ich sagen. Und dann beenden wir das Video. Ja, bauen uns jetzt hier ein bisschen was runter. Gehen dann nach oben. Dann beenden wir das Video. So. Tun wir hier schon mal direkt eine neue Fackel hin platzieren. Wir bauen direkt hier, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Dann haben wir jetzt schon mal unseren Gang runter in die Mine. Wir werden dann. Oh, hier habe ich Eisen übersehen. Ja, muss. Wir haben dann direkt unseren Gang runter in die Mine quasi. Haben dann hier auch genug Fläche zum Bauen, ganz ehrlich. Hier den Berg einfach ein bisschen abtragen, dann haben wir hier genug Fläche. Und hier ein bisschen was aufkippen, dann haben wir hier genug Fläche. Hier haben wir Leben dran. Alles drum und dran. Warte mal, was macht die für einen Schaden? Angriffsschaden 9. Tot. War zwei Schlägen, obwohl es eine so ein Crit war. So, ja, Leute. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt bei 29 Minuten, dann könnt ihr Abmoderation machen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like nach oben da, also eine schöne positive Bewertung. Vergisst nicht, meinen Kanal komplett kostenlos zu abonnieren, wirklich komplett kostenlos. Wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr alle weiteren Informationen und Videos, die ich hochlade, in eurer Abo-Box. Und ja, ich bin ein No-Skin, ich sollte mir nochmal einen Skin zulegen. Auf jeden Fall kriegt ihr dann alle weiteren Informationen in eurer Abo-Box, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, fleißig weiterempfehlt, mit euren Freunden teilt. Da würde ich sagen, Leute, guckt auch bei meinem Twitch-Kanal vorbei. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.